Klingt nicht so. Von daher können wir gerne zum Travia-Tempel gehen. Gut. Also ich. Ja, die anderen schauen sich dann noch so ein bisschen die Gewürzhändler an, probieren verschiedene Teesorten durch. Wie gesagt, die Stimmung ist eigentlich ganz gut dafür, dass man unter einer Belagerung steht. Es gibt auch einige bornische Händler, die dann hier Felle verkaufen oder sowas oder Felle einkaufen von verschiedenen Tieren, die sie dann nach Norden exportieren. Es gibt dann, wie gesagt, die Männer auf den Nagelbrettern. Es gibt auch einige Ferkina-Wachen, die ihr dann hier erkennen könnt. Unglaublich wild, tätowiert. Haben nicht wirklich viel mit den Novadis am Hut. Das wird dann auf den zweiten Blick klar. Mit den Treuzackern haben sie auch wenig zu tun. Ja, streift und stromert dann so ein bisschen durch die Stadt und Isarun trennt sich dann irgendwann und geht dann in Richtung von Sulaminia am Praios-Tempel vorbei zum Travia-Tempel. Dort triffst du auf Mermadin Travinian, einen ja, Travia-Geweihten mit vielen Kriegsnarben im Gesicht, die ihn zeichnen, und ein Rauschebart, möchte man fast meinen, verdeckt dann den Rest seines Gesichtes, wo dann die vielen, vielen Narben aus seinem Gesicht dann auslaufen und der Turban eben an der Stirnseite den Rest der Narben. Also ein sehr vernarbter Mann, der dich dann da herzlich empfängt. Travia zum Gruße, euer Gnaden. Ja, Travio zum Gruß. Setzen wir uns, setzen wir uns. Kann ich dir etwas bringen? Einen Tee, ein paar Kekse? Willkommen. Oh, ein Tee, da würde ich nicht nein sagen. Vielen Dank. Selbstverständlich. Gerade wenn es jetzt etwas länger dauert, dann, wenn wir uns kennenlernen wollen, auch wenn wir nur ein kurzes Geschäft machen. Ich sehe, du kommst nicht von hier und ein bisschen Tee muss man immer gemeinsam trinken. Egal wie lange ein Handel oder auch eine Gastfreundschaft dauert. Ja, verschwindet er kurz und du kannst natürlich auch noch ein paar andere Akoluten erkennen, ein paar andere Geweihte, die sich hier dann auch unter anderem um ja, ein paar verletzte Soldaten kümmern oder auch Soldatinnen. Und dann kommt er mit einem großen Tablett, mit einer Silberkanne. Das ist heute schon dein fünfter, sechster Tee. Aber ja, jedes Mal schmeckt er anders, jedes Mal erfrischt er dich, obwohl er so heiß ist. Und ja, dann schenkt er dir einen in so einen ganz kleinen Tonbecher. Und wird da dann ordentlich Zucker reinschaufeln und sich dann vor dir auf einem Sitzkissen niederlassen. Kann ich noch ein Pfeifchen anbieten? Gutes Kraut. Oh, nein, danke. Das stört mich immer so ein bisschen beim Erzählen. Gut, du möchtest mir also eine Geschichte erzählen. Gerne. Ja, also ich möchte auch gerne um Rat bitten, aber dazu muss ich natürlich erst einmal um diese Geschichte eben erzählen. Ach, wo fange ich am besten an? Ich war einmal verlobt, beziehungsweise vielleicht bin ich es immer noch. Ich weiß nicht so genau. Ich brauche da eure Hilfe. Als ich 24 war, nahm ich an der dritten Dämonenschlacht teil. Und zu dieser Zeit war ich verlobt mit meinem damaligen Verlobten Magnus von Ibenburg. Und wir hatten uns im Götterlauf davor eben das Eheversprechen gegeben, am Tag der Treue, wie man das eben so macht. Ja, und vor einigen Monaten auf einer Feier, da kam so ein Ritter auf mich zu und machte mir ganz plötzlich einen Heiratsantrag und ich wusste gar nicht, wie ich da reagieren sollte. Aus dem Nichts heraus. Ja, also er hatte, also ich nahm an einem Turnier teil und er sagte, er wolle mein Minnesänger sein oder so. Und, aber das ist halt etwas, das sich gehört, was nicht unbedingt mit einem Travia-Versprechen eingeht. Ja, mir sind natürlich auch während meiner Ausbildung die mittelreichischen Traditionen eines Minnesängers bekannt geworden, aber fahrt fort. Nun ja, also ich wollte diesen Ritter nicht heiraten. Also wir kannten uns ja auch kaum, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Aber ich wollte einmal nachfragen. Ich habe doch mein Versprechen gegeben, dass ich Magnus heiraten wollte. Das kann ich ja jetzt nicht mehr halten, aber bin ich jetzt immer noch verlobt oder nicht mehr oder wie ist das überhaupt? Eine schwierige Sache. Du sagtest in der dritten Dämonenschlacht. Ist die nun schon 6, 7, sagen wir 6 Jahre her? Ja, so ungefähr. Hm.
Bist du denn sicher, was es mit seinem Verbleib auf sich hat, mit diesem Magnus? Nun ja, ich sah seine Leiche. War so tot. Ja, ganz eindeutig, er ist gefallen. Das tut mir zunächst einmal leid. Ich bin mir sicher, dass Boron sich seiner Seele angenommen hat und dass er sehr tapfer gekämpft hat, auf dass Rheton ihn wiegen wird. Das auf jeden Fall. Vielen Dank. Hast du seinen Tod denn jemals verarbeiten können? Ich meine, gerade nach den Verquickungen der Schlacht wird man sicherlich vieles andere zu tun haben, als über die Verbliebenen nachzudenken, über die Nichtverbliebenen nachzudenken, vielleicht auch viel zu sehr, aber wenn du weiterhin im Dienste des Mittelreichs stand, hattest du denn Zeit, Abschied zu nehmen? Und damit meine ich nicht, dass du an seinem Grab standest, sondern hast du innerlich abgeschlossen. Ich weiß nicht genau, also es war immer so viel zu tun. Nach der Schlacht habe ich sofort meine Ausbildung bei den Fallen des Lichts begonnen. Und ja, es war immer sehr viel zu tun. Also ich denke schon, dass ich verstanden habe, dass er von uns gegangen ist. Aber ich weiß nicht, was ihr mit diesem Verarbeiten meint. Nun, die Boronis sind hervorragende Seelenkünstler. Sie wissen es, sich um die Hinterbliebenen zu kümmern und ihnen klarzumachen, dass die Seelen nicht leiden. Boron hat es vorherbestimmt, wann ein jeder von uns zu ihm kommt. Auch wenn einige viel früher fallen, als es ein normales Leben hergibt. Wenn sie denn zu ihm kommen, werden sie gewogen. Das hatte ich ja bereits erwähnt. Ich bin selbst kein Mensch, der viel mit Toten zu tun hat, aber wenn du mit ihm verlobt warst, dann wird es dir Travia zumindest nicht übel nehmen, wenn du dir irgendwann einen weiteren Mann nehmen solltest. Und dies sollte natürlich aus Liebe passieren, denn dieser Bund hält ein Leben lang. Bevor dies allerdings geschieht, solltest du, wie gesagt, deinen Verlust akzeptieren. Und wenn du jetzt nach 6, 7 Jahren zu mir kommst und nicht einmal sicher bist, ob du immer noch verlobt bist vor der Herrin Travia, dann gehe ich nicht davon aus, dass du dies schon realisiert hast. Will dir nicht zu nahe treten. Ja, das mag wohl sein, Euer Gnaden. Ich weiß es halt. Also, ich wurde so erzogen, dass ein einmal gegebenes Wort für immer hält. Auch wenn derjenige, dem man das Versprechen gegeben hat, eben nicht mehr am Leben ist. Aber vielleicht ist das ja eine andere Situation. Hast du Kinder mit ihm bekommen? Nein. Also wir haben ja gar nicht den Travia-Bund vollziehen können. Es war ja nur eine Verlobung. Das heiligste aller Rituale unserer gütigen Herren ist, wie gesagt, der Bund, der zwischen zwei Menschen gestiftet wird. Für ihr restliches Leben. So sagt es das Vademekum. Darüber hinaus sitzen sie später gemeinsam an der Tafel. Und der Travia-Bund ist die Basis, auf der eine neu gegründete Familie entstehen kann. Er verbindet die Eltern, damit ihr gemeinsam für die Kinder sorgen könnt. Dieser Bund wurde nicht verzogen oder vollzogen, sondern erst einmal versprochen. Das Versprechen endet allerdings mit dem Tod von ihm. Und kann dir als Geweihter sagen, dass du zumindest Travia nicht sündigen wirst, wenn du dir einen neuen wählst. Denn sie ist sehr daran interessiert, dass es Liebe zwischen den Menschen gibt. Dass es neue Familien gibt, dass wir auch Zar ehren und neue Kinder in diese Welt rufen. Ich verstehe. Ja. Das ist gut zu wissen, dass ich mein Wort gegenüber Travia nicht brechen werde. Selbst wenn es jetzt dazu kommt, dass ich doch einmal einen Ehemann erwähle.
Ich danke euch sehr herzlich. Wie gesagt, dieser Bund ist heilig und du solltest genau prüfen, mit wem du ihn schließt, da er ein Leben lang gilt. Nicht so wie die der Raya-Bünde, die aufgekündigt werden können. Also Das stimmt du wohl. kannst sehen, wie so seine Narbe ein bisschen zuckt. Also sein Mundwinkel bleibt weiterhin freundlich, aber du siehst, wie sich die Narben wohl so ein bisschen bewegen, als ob es ihm dabei nicht gut geht. Wenn du diesen Bund schließt, dann nur aus freiem Willen, und zwar beide Beteiligte. Das heißt, wenn ein hoher Rittersmann dich fragt, dann sollte er dies nicht aus politischen Interessen tun, wie es beim Adel normalerweise der Fall sein könnte. Gerade in Ja, richtig. hochgeborenen Kreisen wird dies dennoch allzu oft gemacht, um den Schwur einer Erblinie zu legitimieren und um Praios gnädig zu stimmen, aber ich sage dir in diesen Hallen, wähle den, den du liebst. Das werde ich machen. Also, das war sehr gut, dass ich den Antrag von diesem komischen Ritter vor ein paar Monaten abgelehnt habe. Der hatte sich nämlich als ziemlicher Lump herausgestellt. Was meinst du denn mit einem Lump? Na, einem, der gegen das Reich, ein Feigling, fast ein Verräter, möchte ich sagen. Es ist. Travia interessiert sich nicht für die Politik, wie Praios dies tut. Man kann Travia-Bünde auch zwischen fremden Kulturen schließen. Wie gesagt, wenn dies der Liebe dienlich ist und er sich gut um dich kümmert, dann sollten politische Ränkereien dabei keine Rolle spielen. Dies ist mir ganz wichtig zu betonen. Die Familie soll geachtet werden und geehrt. Nicht die Politik. Ja, das stimmt wohl. Aber ich hatte immer Gerade gedacht, wenn wir dass... Praios damit ein Schnippchen schlagen können. Er zwinkert ihr dir zu. Ich lächle einmal so halbherzig verwirrt. Ja, vielleicht, aber ihr habt natürlich vollkommen recht, dass... Nein, das sollte vermutlich nicht aus politischen Gründen geschehen. Abgesehen davon, also als Magierin halte ich mich ja ohnehin aus der Politik heraus. Siehst du. Wie gesagt, ich sehe schon, du bist reinen Herzens und gerade deswegen freue ich mich, dass du zu mir gekommen bist, um noch einmal über deinen Gefallenen zu sprechen, dass du dich absicherst. Das bedeutet mir und auch der gütigen Herrin sehr viel. Habt Dank, dass ihr euch die Zeit für mich genommen habt. Ihr sagtet, ihr empfehlt mir, mit einem Boroni zu sprechen. Einem Seelenheilkundigen. Genau, über den Verlust, den du erlitten hast. Was wäre dann Ja. der nächste Weg? Nun ja, also einer meiner Gefährten ist ein Raya-Geweihter. Die sind natürlich auch in der Du Seelenheilkunde siehst bewandert, ja, wie aber sein Mund jetzt ein bisschen nach unten wandert. in dieser Situation mochte ich ihn nicht fragen, weil, naja, er hätte mir natürlich geraten. Ja, selbstverständlich ist das in Ordnung. Aber ich wollte es von jemandem wie euch hören. Also, Ja. was jetzt richtig ist. Ja, du, ich würde mich natürlich freuen, wenn du mit einem Travia-Priester sprichst, aber auch ein Baroni kann dir helfen. Ja, die Rajani stellen leider viel zu oft ihre eigene Göttin in den Vordergrund, was in meinen Augen falsch ist. Gut, dann werde ich mich einmal darum bemühen, dass ich den Tod meines Verlobten verarbeite und dann werde ich sehen, was die Herrin Travia für mich bereithält. Du solltest aus Liebe heiraten, nicht aus politischen Interessen oder dich gar davon abbringen lassen, nur weil er einem anderen Lager anhängt. Das werde ich mir merken. Hab vielen Dank. Ja, Isarun trinkt dann noch ihr Tässchen Tee aus und wenn der Geweihte nicht noch irgendwie Smalltalk betreiben möchte oder sonst etwas, würde sie sich dann auch bald verabschieden. Ja, also er wird dann vielleicht nochmal 30 Minuten oder so mit dir sprechen, dir weiter nochmal eine Pfeife oder sowas anbieten und dann noch einen kleinen Reisesegen über dich sprechen. Sehr schön.
Gut, was machen die anderen in der Zeit? Ihr hattet erstmal nichts vor, zumindest hattet ihr das vorhin nicht erzählt. Habt dann zumindest eingekauft. Feilblütenpunsch sehe ich hier. Liebestrank war im Gespräch, allerdings aus anderen Gründen. Und ja, ich glaube, dann könnt ihr mit euren großen Einkäufen wieder zurückkommen in das Kamel. Und wenn nichts weiter ansteht, könntet ihr auch quasi schlafen. Aber wir fangen erst einmal im Kamel an. Ist allesamt beisammen. Und dieser Run betritt gerade das Etablissement. Und da seid ihr ja. Ja, habt ihr mich vermisst? Ich hätte gar nicht gesehen, wohin ihr euch abgesetzt hattet. Ich war im Travia-Tempel. Im Travia-Tempel, interessante Wahl. Habt ihr Karino mit hingeschliffen, damit er endlich mal Kopfnüsse bekommt, oder? Also, der Geweihte, mit dem ich gesprochen habe, der schien nicht gut auf Rajanis zu sprechen zu sein. Kiarino hätte sich vermutlich einige eingefangen. Wollten wir nicht noch die Abis-Geweihte kontaktieren? Ja, habt ihr es Ja. geschafft? Das ist jetzt. Also geschafft ist ein hartes Wort. Wir haben das noch auf der Agenda. Ich hatte eigentlich im Kopf, dass Karin das macht, aber ich habe ihn den ganzen Tag nicht gesehen. Ich will nicht in den Raya-Tempel. Ich will auch gar nicht wissen, was Karinor gerade mit der Dame dort. Nein? Nein. Deshalb will ich ja nicht in den Tempel. Richtig. Vielleicht sind die beiden ja gerade beschäftigt und wir sollten sie eher am Morgen informieren. Ach, dann will ich halt morgen hingehen. Wieder einmal ein langer Weg. Ich Ja. denke, ich Da denke. habe ein schöner Weg durch die Gärten. Da habt ihr natürlich recht. Aber mir, eure Heldentaten sind endlos und wir könnten euch nur bewundern. Lügt den Mann nicht an, Gewiss, Raffi. gewiss. Einer muss es doch tun. Also ich bin jetzt sehr zufrieden. Ich bin alchemisch wieder voll ausgestattet. Wir können Leute umbringen. Ich habe mir Marzipan gekauft. Was kann das? Schmeckt gut. Das scheint mir ein schlechtes Alchemiker zu sein, wenn ihr das nur darauf bewertet. Aber gut. Eine Delikatesse, ihr solltet es einmal probieren. Es ist herrlich süß. Ist es aus Fleisch? Nein, es ist Mandelfleisch. Zucker und nun ja, gewissen Ingredienzien aus dem Süden, glaube ich. Aber ihr wisst doch, ich esse nur noch gesundes Fleisch. Ihr verpasst etwas. Ja, Schnauze halten. Also, dann können wir ja morgen aufbrechen. Oder braucht noch irgendwer irgendwas, muss noch mit irgendjemandem irgendwas besprechen. Nun, ich denke gerade darüber nach, ob ich nicht heute Abend noch den Geweihten aufsuchen sollte. Mir gibt diese ganze Angelegenheit doch zu denken. Allerdings dauert so eine eingehende Seelenprüfung seine Zeit und ich will morgen früh nicht. Ihr wollt was machen? Eine Seelenprüfung? Ja, das ist doch sehr gesund. Richtig, aber mir. Ich habe heute auch erst wieder eine erfahren. Ist immer ganz erfrischend. Nun ja, sicherlich. Die Großlinge. Warum will der Geweihte bei euch eine Seelenprüfung? Ihr habt doch nicht schon Nun, wieder in etwa. seiner. Um Himmels Willen, aber mir, dass ich euch ja wohl gleich auch einen Stab quer in den Hals schiebe. Er hat Und wohl ich sage nur was? Hals, weil da hinten in der Ecke ein Kind sitzt. Das möchte ich sehen. Fahrt fort. In seiner unendlichen Weisheit hat der Herr Paios dem Geweihten, ich will nicht sagen irrtümlicherweise, aber seltsamerweise vermittelt, dass ich die Weihe empfangen hätte. Und was genau nun hier die Natur der Sache ist, würde er gerne ergründen. Ich natürlich auch, was das angeht. Ich gehe einmal nicht davon aus, dass ihr euch von diesem Rattendämon in Versuchung habt führen lassen. Sollte sich das herausstellen, werde ich euch höchstpersönlich köpfen. Muss euch doch sehr bitten, vorher habe ich mir schon längst einen Strick genommen. Aber nur, wenn ich Guter euch nicht Mann. zuerst erwische. Ich bitte doch darum. Ich bitte Rattendämon. doch sehr darum. Ich habe extra den Schlagring weihen lassen. Wollen wir mal nachgucken? Vielleicht hat er sich ja auch den Schniepi abgeschnitten. Nein, wir gucken jetzt nicht nach. Was soll denn das? Wenn ich mir Dinge abschneiden müsste, wäre meine schwarze Hand doch wohl das erste, denkt ihr Aber nicht? das wäre ja auch einem gewissen anderen, jetzt nicht anwesenden Mitglied unserer Gruppe aufgefallen, wenn er sich den hätte abgeschnitten, oder? Irgendwer beugt sich gerade mal unter den Tisch und du merkst wohl, wie er irgendwie was an dir macht, an den Beinen lang tastet und dann irgendwie so ein bisschen schnüffelt. Jeder kriegt, dass man tritt. Sein Schatten hat er noch. Meinen Ich Schatten habe ich noch. Außerdem setz haben wir erstmal doch meinen letztens. Eisbären auf den Tisch. Ah. Außerdem haben wir doch letztens erst in Gareth im Badezimmer gesessen, alle miteinander. Erinnert mich nicht daran. Wieso ist der Bär auf dem Tisch?
Jetzt habe ich ja Bärenhaar in meinem Tee. Nimm dieses Vieh doch herunter. Es ist unappetitlich. Du darfst auch am Tisch sitzen und da sage ich auch nichts zu. Beruhig runter. Dich. Also Mutter Travigunde hat immer gesagt, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Also nimm den Tee. Ja, und Mutter Travigunde kann sich gleich auch einer einfangen, wenn sie das nochmal sagt. So, ne, Beria, komm mal auf den Rafim. Ja, braver Junge, ja, lass die nicht ärgern. Die sind nur neidisch und weißt du auch warum? Weil die keinen Bären haben. Ja. Er hat gerade gesagt, er mag den Zwerg am meisten. Das kann ich nicht glauben. Ja, ich spreche bärisch. Ja, nein, tust du nicht. Ihr habt euch also für einen Namen entschieden? Ich schwanke noch, muss ich ja ehrlich zugeben. Ich bin da so nervös. Was ist, wenn es kein guter Name ist? Was ist, wenn ihr nicht gefällt? Misty passt immer. Aber mir halt die Fresse. Wer ist mit Stinkebär? Isarun, ich trete euch gleich. Er hat ja gesagt... Ja, versuch das mal. Bernhardine. Ja. Beri, also lass dir das nicht zu Kopf steigen. Gut. Die sind einfach gemein, ne? Die sind gemeine Zweibeiner. Mm. Ja. Wie wäre es denn mit Bärenfrieda nach unserem Herzog? Bärenfrieda? Oh, warum vielleicht. Warum nicht Berlinde? Berlinde ist auch schön. Es gibt einfach zu viele gute Bärennamen. Nicht wirklich. Warum nennt ihr ihn nicht Walda, in Ehren von Waldemar dem Bär? Und Rabin selig. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ich muss darüber nochmal beten. Ich habe schon zweimal darüber gebetet, aber noch hat Kor mir keine Erleuchtung gesendet. Oh, warum nur? Kann ich Kor ist nicht der Gott der Namen, oder? Bin mir nicht einmal sicher, ob es die Namen einem gewissen Gott zugeordnet sind. Vielleicht Hesinde? Ja, der Bär karot mal wieder an Rafims Ohr herum und das Ohrläppchen hat er ja mittlerweile schon verloren. Ihr könnt jetzt auch sehen, wie da wohl mehrere Löcher in dem Ohr von Rafim auf der einen Seite sind und es ist schon ziemlich verkrüppelt. Die Ohrmuschel gibt's zwar noch, aber ja. Jetzt hör mal auf, daran rumzukauen. Das ist nicht nett von dir, das weißt du doch. Hab ich dir doch gesagt, dass das nicht nett ist. Ja, das ist nicht nett. Ja, das ist nicht nett. Oh, du bist aber auch niedlich. Ja, ich streiche den Bären mal. Irgendwann wird das Vieh zu groß, um ihn mit sich rumzutragen. Dann sind wir ihn hoffentlich los. Wir tragen Abelmeer auch noch mit uns rum und der ist auch zu groß, um ihn zu tragen. Was soll das denn heißen? Ich kann selber selbstständig laufen. Abelmeer, jedes Mal, wenn ihr irgendwo hinlauft, fangt ihr an zu weinen. Wollen kann Abelmeer seine eigenen Mahlzeiten bezahlen. Der Bär frisst ja jetzt schon so viel wie drei Männer. Und er kackt nicht unter den Tisch. Das behauptet ihr jetzt. Ich hab gehört, dass er im Hungersreich die neueste Mode. Unter den Tisch zu... Fäkalieren, oder? Also ich hab gehört, bei euch an den Magierakademien kackt man einfach auf den Boden und zaubert es dann weg. Das ist gar nicht. Wir sind unverschämt. Also so als würde ich sagen, ein Preis würde man in die Ecken pullern. Das tun nur die Sonnenluchse. Ist das auch so eine Bezeichnung für einen Diener des Herrn Preis? Sonnenluchs? Nein. Es ist ein buchstäblicher Sonnenlux. Sein Urin ist sehr alchemisch. Dina! Okay. Ja, mein Herr? Würdet ihr bitte diesen Haufen unter dem Tisch entfernen? Ja, X, wie kommt der denn dahin? Ich schnippe dem Dina mal 5 Silber zu hier. Das war Abelmir. Das ist nicht mein Haufen. Das war dieser Abelmir, Bär. Hör auf, den Bär zu ärgern. Der hat dir nichts getan. Du sollst nicht immer deine Peinlichkeiten auf den Bär schieben, Abelmir. Das habe ich dir schon dreimal gesagt. Ich bin im Gegensatz zum Bär stubenrein. Und im Gegensatz zu euch wahrscheinlich auch. Mit einem ekelhaften Gesichtsausdruck wird dann der Diener bzw. die Dienerschaft das Ganze dann entfernen. Es sind wohl ein paar Sklaven, die das tun, denn ihr könnt an ihnen eiserne Ringe sehen. Und dann gibt es in Richtung des Abendessens einige neue Sachen. Und zwar Milch mit Zucker und Minze. Einige Fruchtaromen, die dann in der Milch sind, mit sowas wie Melonenmilch oder Pfirsich oder Nelkenmilch. Ihr könntet dann auch eine Zitronensorbet probieren und wieder verschiedene Fleischsorten. Dazu auch Dattelwein ab und zu mal gereicht. So dass es hier euch an nichts mangelt. So ein bisschen Schafs- oder Rinderkäse, ganz exquisit. Ein bisschen Quark, ein bisschen Joghurt. Und so lasst ihr es euch ein letztes Mal gut gehen, bevor ihr wisst, dass morgen der Ausbruch droht. Noch einmal die Kleidung holen, die ihr dann am nächsten Morgen dann braucht. Und dann mit einer
Blase aus Wasser oder aus Luft um euch herum durch den Baron Ula schwimmen. Ja, nach dem Mittagessen könnt ihr euch dann wieder auf eure Zimmer zurückziehen. Und während ihr das dann tut, könnt ihr sehen, wie Iserun ihre Tür schließt und sie dort alleine ist. Beziehungsweise ihr seht natürlich nicht, dass sie alleine ist. Können wir uns denken, denn Iserun ist immer alleine. Ja, Iserun geht ja auch zum Lachen in den Keller. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Ich gehe jetzt mal den Bären trainieren. Viel Spaß euch noch. Lasst euch nicht umbringen und wenn doch, schreit einfach sehr laut, dann komme ich und bring den um, der euch umbringen will. Ich ziehe mich zum Meditieren zurück. Jemand los auf ein Kartenspiel? Nein. Ihr könnt mir dabei helfen, den Bären zu erziehen. Na gut. Komm mit. Das wird super. Wir beide. Das ist doch ein Gespann. Ja. Ach, endlich alleine. Dina, würdet ihr mir vielleicht ein Stück Kuchen bringen? Selbstverständlich. Ein leckeres Stück Orangentorte wird dir dann gebracht. Mit viel Sahne. Und viel Zucker. Das wollte ich dann ganz in Ruhe verspeisen. Mich dann noch ein letztes Mal am Tee nippen und dann mich auch zur Ruhe begeben. Währenddessen bei Iserun im Zimmer. Ja, Iserun bereitet sich darauf vor, den mitgebrachten Wolfsstahldolch endlich einmal zu exorzieren. Genau, dafür muss sie dann den Pentagramma sprechen. Und da gibt es verschiedene Erschwernisse, die sie beachten muss. Jetzt ist es ja so, sie hatte sich ja schon einige Antidurinaria besorgt, unter anderem Tannenzweige und den Pfeilblütentee. Da müsstest du mir noch sagen, inwieweit sie alles erleichtert. Also eine maximale Erleichterung ist -7 durch Antidurinaria. Wie viele Donaria hast du zusammengetragen? 2 Stück. Dann würde ich dir eine Erleichterung von, was war das? Tannenzweige? Genau, die müsste ich dann halt noch so anräuchern quasi. Und Pfeilblütentee, das zählt als Hesinde gefälliges Donarium. Das andere ist eben Ingerim gefällig. Also 2 Donarier, die du dir überlegt hast. Jawohl. Dann gebe ich dir eine Erleichterung von 3 Punkten. Alles klar, dann lass mich einmal kurz nachsehen. Dann hätten wir einmal die Anrufungsprobe. Da ist ja ein Agribal drin, das wäre +10. Da es ein gehörnter Dämon ist, kommt da nochmal eine +9 dazu, sind wir bei 19. Ich habe einen wahren Namen in der Qualität 4, sind wir bei 15. Da der wahre Name bekannt ist, wird nur die Hälfte der Anrechnungsprobe kommt zum Tragen. Und 19 damit halbe sind 10? Genau, wir sind jetzt bei 10. Das Gewand, das ich dabei habe, das erleichtert noch einmal um 2, sind wir bei 8. Ich würde mir natürlich Zeit lassen. Und dann sind wir bei 4. Und die 3 für die Antidonarien sind wir bei einer Schwernis von 1 Punkt. Junge. Schön. Gut zusammengetragen. So stelle ich mir das vor. Sehr gut. Dann suche ich einmal meinen Zauber. Bist du auf Wege der Zauberei? Oder ist das Lieber Cantiones? Das ist aus dem Lieber Cantiones zusammen mit Angaben aus Wege der Zauberei. Alles zusammengematscht. Ausgezeichnet. So stelle ich mir das vor. Alles klar, ja, Iserun macht sich dann daran, den Pentagramma zu sprechen, nimmt sich dafür eben Zeit und beginnt dann langsam die Formel zu sprechen. Zauber ist hier und sie spricht die Formel Animi Invocati Exilio Afficantur.